Diese Vierbeiner haben besonders großen Appetit, kein Wunder, bei den schmackhaften Gräsern von Gras Ellenbach. Es sind Wasserbüffel, die hier eigentlich zur Landschaftspflege eingesetzt werden. Doch zweimal im Jahr kommen die gut genährten Vierbeiner bzw. deren Fleisch auch als Delikatesse auf den Teller. Und dann kommt er ins Spiel. Gastwirt Daniel Wolf. Bei Biolandwirt Wolfgang Schierenbeck schaut er gerne selbst mal vorbei, denn Regionalität und persönlicher Kontakt sind für ihn ganz wichtig. Ich kenne die Lieferanten persönlich. Ich sehe die Wiese, die Weide, wie die Tiere Futter bekommen, wie sie groß werden. Auch bei den Fischen, die man bekommen, wie die aufwachsen, die kommen regional geliefert, aus der Region kurze Wege. Und das ist die Qualität und die Frische, für die man stehen möchte. Seit über 70 Jahren steht der Landgasthof Hagen für diese Qualität. Schon als Kind hat Daniel Wolf das Kochen von seiner Oma gelernt. Ein Familienbetrieb in dritter Generation. Seine Frau Francesca hat Wasserbüffel-Gulasch heute auf die Tageskarte gesetzt. Sie ist die gute Seele des Landgasthofs, zu dessen Genussprogramm eine Kochschule, organisierte Wandertouren und eine Pension gehören. Die gebürtige Sizilianerin und der Odenwälder Naturbursche. Rollenklischees werden hier aufgehoben. Also ich habe das Gefühl, dass mein Mann mehr italienisch ist, obwohl er Deutscher ist, wie ich. Und ich denke, deswegen harmoniert das doch auch zusammen zwischen uns. Also er überlässt mir die Organisation und er macht einfach die Feinheiten. Also das Essen, das Geschmackliche ist dann seine Aufgabe. Und für mich ist dann, dass es pünktlich und perfekt geliefert wird. Ach ja, apropos geliefert. Schön. Gut, dass es geklappt hat, Wolfgang. Hallo, grüß dich. Da haben wir das gute Stück. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Da freue ich mich. Wolfgang, vielen Dank. Alles klar. Mach's gut. Mach's gut, Hagen. Tschüss. Ciao. Hagen, ein Spitzname für Daniel Wolf? Hagen, ja. Unser Landgasthof heißt Hagen. Und das kommt daher durch die Nibelungssage hier im Ort. Wir haben den historischen Siegfriedbrunnen hier bei uns im Ort, die Quelle, wo Hagen Siegfried erschlagen haben soll. Und unser Dorfgasthaus heißt, wie gesagt, Hagen. Und der Opa war damals schon sehr weitsichtig und hat gedacht, dass ich in seine Fußstapfen trete. Und so steht es auch in meinem Personalausweis drin, als Zweitvorname Daniel Hagen. Wie gesagt, Hagen. Und das ist auch mittlerweile mein Rufname. Und anders bin ich auch gar nicht mehr bekannt mit, nur noch als Hagen. Hagens Kochen hat es übrigens in sich. Das schlichte Salz in der Suppe, das war gestern. Heute ist es die Gewürzkammer in Gras Ellenbach. Mittlerweile hantiert er mit über 140 Gewürzen. Dieser Raum ist für ihn pure Erholung. Hier komme ich zurück, wenn ich mal Ruhe haben will. Der ganze Tag die Hektik in der Küche mit den Gästen. Und hier kann ich abschalten. Dann setze ich mich gemütlich hin, denke mir neue Gewürzmischungen aus. Füll gemütlich meine Gewürze ab und bereite es wieder vor für den nächsten Tag. Mal sehen, was er sich für das Wasserbüffel-Gulasch ausgedacht hat. So, also wir wollen dem Gulasch mit der Vanille einen besonderen Kick geben. Des Weiteren wollen wir in unseren Gulasch die Kardamomkapsel mit unterbringen. Nicht zu viel. Kardamom ist sehr kräftig vom Aroma her. Da langen 2-3 Kapseln für den kompletten Gulasch. Telly-Cherry-Pfeffer geben wir mit dazu. Das ist ein kräftiger, nur schwarze große Pfefferbeeren dürfen den Namen Telly-Cherry tragen. Den machen wir in unseren Gulasch mit rein. Dann klassisch die Lorbeerblätter. Und dann werden wir die ein oder andere Nuance frisch mit Majoran, Knoblauch vollenden. Das klingt interessant. Aber jetzt noch mal ein Wort zu dem besonderen Fleisch. Wasserbüffel ist cholesterinarmes und fettarmes Fleisch. Man sieht es auch hier von der Maserung jetzt gegenüber ein Galloway-Rind. Wir haben hier kaum Fett im Fleisch, also sehr fettarm, sehr gesundes Fleisch. Und daraus schneiden wir jetzt unseren Gulasch. In ca. 3 cm große Stücke wird das Fleisch geschnitten, gut salzen, die Gewürze dazugeben und mit Zwiebeln kurz aufkochen. Für die Würze gibt's noch Paprikapulver. Und dann mit Rinderbrühe 1,5 Stunden schmoren lassen.
Schließlich kann angerichtet werden. Dazu gibt es selbstgemachte Bärlauchknöpfle. Gulasch mit Vanille. Das klingt verrückt, aber wer sonst als Hagen aus dem Odenwald zaubert so eine Delikatesse? Regionales mit Gewürzen aus aller Welt. Im Landgasthof Hagen eine Selbstverständlichkeit. Ein Gedicht.